Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Für euch ist wieder Sonntag, 14 Uhr. Bei mir ist es Samstag, 18 Uhr. Und wie ihr seht, ich bin in der Firma. Selbstständig ist das Motto. Ja, ich habe heute den halben Tag hier verbracht in der Firma. Ich habe ein bisschen die Halle aufgeräumt. Da war schon eine Katastrophe drin. Ich war jetzt wochenlang unterwegs. In Kroatien, wieder hier, dann wieder in Kroatien. Und alles wurde einfach irgendwo hingefeuert und weiß ich nicht was. Also ich habe Plack auf den Zähnen bekommen, muss ich euch echt sagen. Und das wird für den einen oder anderen hier nächste Woche noch ein Gespräch darüber geben, weil das hat mir überhaupt nicht gefallen. Weil es liegt einfach, es wird alles genommen, stehen und liegen gelassen in jeder Ecke. Ich habe jetzt 2,5 Stunden da unten aufgeräumt für Sachen, die man eigentlich sofort wegräumen kann. Und boah, ich habe echt eine miese Laune da drauf. Aber naja, egal. Wie ich gesehen habe, ist das letzte Video sehr gut angekommen mit dem Luca von Live4 Trucking. Wie sieht's aus? Habt ihr eigentlich Interesse? Ihr könnt es mal hier in die Kommentare schreiben, ob ich mit anderen YouTuber auch mal ein Video machen soll. Und mit welchen YouTuber ihr euch das vorstellt, mit wen ich mal ansprechen sollte, mit wem ihr gerne mal was sehen wollen würdet auf diesem Kanal. Wir können ja mal schauen, ob wir das irgendwie hinbekommen. Ja, wie gesagt, bei mir ist Samstag. Ich bin jetzt mal in der Firma. Bin ja die ganze Zeit jetzt gependelt zwischen Kroatien und Deutschland. Das ist ja für mich gerade die Hauptsaison. Ich bin auch wieder in 2 Wochen. Ja, in 2 Wochen bin ich auch wieder 2,5 Wochen in Kroatien. Kann sein, dass ich jetzt auch schon früher in Kroatien bin, weil wir fahren jetzt in Urlaub, aber wir haben noch nichts gebucht. Also wir wollen nächste Woche Donnerstag in Urlaub und ja, ich habe es die ganze Zeit ein bisschen vor mir hergeschoben und jetzt, ja, last minute, ne? Wir wollten eigentlich nach Mallorca, aber im Moment finden wir nichts, was uns zu passend ist, also was uns passend ist. Aber naja, schauen wir mal, wo wir am Ende landen. Ihr werdet das dann auch noch erfahren, wo und wie und wann. Und ja, wie ist es allgemein aktuell so auf dem Transportmarkt? Wartet mal, ich muss noch etwas trinken, ohne dass ich jetzt hier Schleichwerbung mache. Also. Also, wie sehe ich die Lage auf dem Transportmarkt? Wie sehe ich das mit der Maut für ab 3,5 Tonnen, ab nächstes Jahr und so weiter? Und was kriege ich so für Anfragen von Leuten, die irgendwie selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen oder sonstiges? Über diese Themen werden wir heute mal sprechen. Und kommen wir zum ersten, wie sieht es aktuell auf dem Transportmarkt aus? Also, es ist ja gerade Ferienzeit, das heißt, für das ein oder andere Gewerbe ist es wenig los. Ich muss sagen, bei uns ist extrem viel gerade los, also wir haben gut zu tun. Mit dem Kühlgut im Moment wenig, weil ja gut, jetzt ist es auch warm und es sind Ferien und so weiter und so fort. Und ja, durch diese ganze Politik, muss ich mir ehrlich sagen, durch diese ganze Politik wandern natürlich auch immer mehr Firmen aus. Und wir sind ja auch sehr, sehr viele Proben gefahren, was im Pharmabereich betrifft und so weiter. Das ist natürlich jetzt deutlich weniger geworden, da ja die Firmen abwandern und die Entwicklung nicht mehr hier in Deutschland machen. Und dann halt nur noch große Margen gefahren werden mit großen Sattelzügen und wir sind halt da mit unseren kleinen Sprintern, ja. Da haben wir auch ein bisschen den Fuhrpark bei uns aufgeräumt, also wir haben jetzt ein bisschen weniger Kühlsprinter. Wir kriegen jetzt habe ich wieder einen Kühlsprinter gekauft. Ich habe auch einen verkauft und jetzt habe ich noch einen gekauft. Vom Luca von Live4 Trucking habe ich jetzt letzte Woche einen Thermosprinter gekauft. Der wird in 2 Wochen, also ja, im September, Anfang September in der ersten Woche wird der werden wir den ab, also ihm abnehmen, ja, mit Pistole am Kopf und so weiter. Ihr wisst ja Bescheid, wie das abläuft. der geht zu uns in die Flotte, also vom Luca zu uns. Nichts Wildes, einfach ein normaler Thermosprinter.
Und ja. Wie sehe ich sonst die aktuelle Transportlage, wenn man sich selbstständig machen möchte? Meine Meinung dazu wisst ihr. Zum Beispiel der Luca sagt ja, man kann sich immer selbstständig machen und so weiter. Also ich finde die aktuelle Lage. Also man kann sich selbstständig machen, man sollte aber Geld haben. Also wenn man jetzt mit den 1, 2, 3 Euro oder wenn man jetzt 5.000 Euro auf der Seite hat und meint, sich selbstständig zu machen, lasst die Finger bitte davon, ne? Weil das macht einfach keinen Sinn. Und das zerstört auch den Markt, meiner Meinung nach, weil es sind viele, das sind nicht nur also natürlich sind es auch viel osteuropäische Firmen, die den Preis regieren, beim Massen. Also wir machen ja nur spezielle Sachen. Wir machen kein Massenprodukt. Aber wenn man jetzt im Massenprodukt, also normalen Straßentransport von A nach B, normale Ware, neutrale Ware, wo halt nichts Besonderes sein muss, ist Osteuropa nun mal extrem stark, was auch der deutschen Politik auch zu schulden ist. Also muss man ehrlich sagen, ich bin ja auch von Osteuropa, aber wie gesagt, das, was hier aktuell wirtschaftlich läuft, kann dieses Land sich selbst auf seine Fahne schreiben. Also man sieht, man kann gerade ehrlich sehen, wirklich sehen, wie die Wirtschaft sich in Deutschland an die Wand fährt. Wir haben das auch schon zum Teil gemerkt, wie gesagt, im Thermobereich haben wir das gemerkt. Da muss man halt sich umstrukturieren. Also ich bin nicht jemand, der stur in eine Richtung geht. Also wir haben gleich umstrukturiert und haben uns auf einen anderen Markt mehr konzentriert. Und ja, das war genau zur richtigen Zeit, muss ich sagen. Also es war genau der richtige Schachzug, wenn ich mich mal jetzt selbst loben möchte. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, also die richtige Entscheidung getroffen und nicht stur weiter in das Thema rein und gehofft, dass es besser wird oder sonstiges und sonst was. Aber das sind so Sachen, was man als Selbstständiger machen muss, weil ich habe ja auch eine Verantwortung gegenüber meinem Personal. Jeder bei mir, der bei mir angestellt ist, verlässt sich ja auf mich. Das heißt, dass genug Arbeit da ist, dass der Lohn pünktlich kommt und so weiter. Dafür bin ich zuständig. Die Fahrer allgemein sind zuständig, dass wir die Umsätze machen. Das ist natürlich logisch. Das, was ich antreibe an Arbeit, dass es auch umgesetzt wird. Aber es ist halt wie ein Auto, jedes Teil, also jeder Mensch bei uns und so wie alles, also ob das jetzt ein Fahrzeug ist, ob es ein Mitarbeiter ist, ob ein Fahrer ist oder ob es im Büro ist. Jeder Teil ist wichtig in einem Unternehmen. Also es muss alles. Ein Auto fährt auch nicht mit drei Rädern oder wenn der Motor kaputt ist, kann das Auto auch nicht mehr fahren. Und wenn das Getriebe kaputt ist, kann man auch nicht weiterfahren. Und so ist es in einer Firma. Und so führt man eigentlich auch ein Land. Also ich bin immer so, ein Land führt man wie eine Firma. Also naja, wie soll man sagen, wenn man Politiker ist, sage ich immer so, dann hat man es in der Wirtschaftswelt nicht erreicht, deswegen wird man Politiker, weil bei dem Gehalt, was man in der Politik kriegt, würde keiner, der in der Wirtschaft ist, würde freiwillig in die Politik gehen. Ganz ehrlich, weil das Gehalt, das ist ja Tag und Nacht und was man da kriegt und ja. Aber steht alles auf einem anderen Blatt. Wie gesagt, ja, wir haben uns ein bisschen umstrukturiert, was ich natürlich top. Also muss ich sagen, also das Umstrukturieren hat gut funktioniert. Ja, deswegen, wir sind jetzt nicht wirklich von dieser Wirtschaftsinflation und so weiter betroffen. Natürlich merken wir das an den Kosten. Die Kosten sind enorm gestiegen. Jetzt sind unsere Versicherungen nochmal 10% gestiegen. Und die Lohnnebenkosten sind gestiegen. Das ist ja alles, was, wenn sich jetzt jemand, das ist ja drauf, worauf ich in diesem Video jetzt hinaus möchte. Viele machen sich selbstständig und denken einfach nicht nach, was alles für Kosten auf jemanden kommt. Ich kriege so viele Anfragen, wirklich so viele Anfragen, wo ich sage, lass es bitte. Wenn ich dann ins Detail gehe und so weiter, dann sage ich, nein, bitte lass es. Das ist nicht einfach, du kaufst jetzt einen Transporter oder mietest dir einen Transporter und fährst von A nach B. Oder wenn ich dann die Anfragen kriege, kannst du mir sagen,
wo kann ich Aufträge suchen und so weiter. Soll ich dir deine Firma noch aufbauen und dir dann geben, damit du dann arbeiten kannst? Dann wirst du sie trotzdem an die Wand fahren, weil du einfach nicht verstehst, wie diese Firma funktioniert, wie das ganze Geschäft funktioniert. Und das ist genau das, was ich eigentlich in diesem Video hier sagen möchte. Wenn ihr euch wirklich nicht richtig, also wenn ihr nicht richtig in dem Thema drin seid, lasst es bitte mit der Selbstständigkeit, vor allem in der heutigen Zeit. Im Transportgewerbe gibt es, also das Transportgewerbe ist sowas von kostenintensiv. Also es gibt andere Berufe, wo man mit weniger Geld viel, viel mehr Geld verdienen kann, wie im Transportbereich. Also du hast so viel Geld, was du vorstrecken musst, Sprit, Versicherungen, Löhne, Krankenversicherung, also alles, alle Versicherungen, Steuern und so weiter und so fort, Reparaturen und, ja, und das Maut oder weiß nicht was alles. Also es sind so viele Kosten, die auf einen fallen, die man erst dann merkt, wenn man sich selbstständig gemacht hat. Weil ein Gewerbe aufmachen, das ist kein Ding. Ich gehe auf die Stadt, mache ein Gewerbe auf, kostet ein paar 20 Euro und ich bin selbstständig. Aber was alles da dran hängt und wenn mal was passiert oder jetzt zum Beispiel bei uns ist auch ein Fahrer krank seit 2 Wochen, der muss also ersetzt werden. Jetzt zum Beispiel, ich muss am Montag selber fahren, weil wir so viel haben, dass ich es nicht verteilen kann auf die anderen Fahrzeuge, sondern noch selbst mitfahren muss. Und bei uns merkt man es dann halt auch extrem stark, weil wir sind so strukturiert, also wir haben eine richtige Struktur aufgebaut. Alles arbeitet Hand in Hand und wenn dann ein Teil fehlt oder ein Fahrer zum Beispiel jetzt fehlt, dann fehlt mir ein ganzes Auto und das merkt man auf der ganzen Flotte. Also die alle müssen jetzt mehr arbeiten, weil einer fehlt und weil die Arbeit wird ja nicht weniger, die Arbeit ist ja trotzdem da und muss erledigt werden, weil wir müssen ja ein gewisses Volumen an Transporten machen, einen gewissen Umsatz machen, damit es auch alles rentabel ist, damit das alles läuft. Weil auch dann kommt, muss man auch immer berechnen, es kommt die Winterzeit. Dann haben wir Januar, Februar, wo nichts los ist. Ab Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten, bis Mitte Januar, Ende Januar ist tote Hose. Auch bei uns. Wir zum Beispiel werden auch zwischen den Jahren zumachen. Das ist, da wird keiner fahren. Aber die Kosten sind ja trotzdem da. Es müssen die Löhne bezahlt werden. Ich schicke jetzt nicht wegen ein paar Wochen Leute zum Stempeln. Also werden die Löhne weiter bezahlt. Die Autos, alle diese ganzen Kosten, Versicherungen und so weiter, Mieten und weiß ich nicht was alles, Abträge und so weiter und so fort. Das läuft ja alles weiter. Und das ist das, was man nicht, man kann nicht so denken, super, ich habe jetzt gerade Geld, das geht nicht. Oder man muss immer vorausschauen, immer voraus. Ich bin immer mit meinen ganzen Handlungen, was ich tue, ich bin immer so ein halbes Jahr voraus. Ein halbes Jahr bis ein Jahr habe ich meinen Plan. Also ich arbeite immer meine Pläne. Also ich mache jetzt nicht schlagartig so, dann so. Aber genau, ich mache so, Auto macht so, Unfall. Nein, so nicht. Weil dann passiert das. Man muss strukturiert arbeiten, man muss sauber arbeiten, man muss vorausschauen, man muss die Zahlen in seinem Kopf haben, man muss auf alles Mögliche achten. Da heißt es auch, dass man samstags sich irgendwo hinsetzt, wo alle anderen draußen sind, am Grillen sind, am See sind, am Meer sind, am weiß ich nicht wo sind, im Urlaub sind und sonstiges. Aber das sind dann die Sachen, die dann auch kein Mensch sieht. Man sieht dann nur, oh, guck, der fährt ein schönes Auto, oh, guck mal, was für eine schöne große Firma, dies, das. Auch zum Beispiel Angestellte, manche verstehen das auch nicht. Die denken, ja, der sitzt ja nur im Büro, wir müssen ja alles machen. Das ist alles, wenn ich so einen Blödsinn höre, ganz ehrlich, muss ich mir denken, Alter, wie doof seid ihr denn? Wie doof ist der Mensch dann? Also es ist jetzt nicht auf jemand bezogen, sondern es ist allgemein bezogen, wenn man so einen Blödsinn hört. Ja, der Chef, dem geht's gut. Oder der Chef, der hat doch keine Arbeit und so. Jetzt ist ja auch alles entstanden. Das musste auch alles aufgebaut werden. Ich arbeite jetzt schon, bin schon so lange selbstständig und fange jetzt gerade erst an, ein bisschen zu leben. Ich habe sonst nur gearbeitet. Es sind Tage, Nächte gewesen, wo ich am Fahren bin, gefahren bin und so weiter und so fort. Jetzt ist es das erste Mal, dass ich mal so 2 Monate nicht im Tagesgeschäft fahren musste oder sonstiges. Und das ist halt, aber das ist halt auch, was niemand sieht. Man sieht halt immer nur,
das, was nach außen strahlt. Natürlich fährt man ein gutes Auto, wenn es der Firma gut geht, fährt man ein gutes Auto. Man muss ja auch Kosten machen fürs Finanzamt, weil am Ende zahlt man. Wenn die Kosten, ja, Einnahmen und Kosten, das muss einfach passen. Wenn ihr zu viel Einnahmen habt und zu wenig Kosten, zahlt ihr am Ende trotzdem alles weg. Und dann kaufe ich mir ja lieber ein schönes Auto, als ich einfach das Geld ans Finanzamt schicke. So mal als Beispiel. Aber das könnt ihr nur machen, wenn die Firma läuft und nicht, wenn ich höre so viele oder ich sehe so viele, die machen die Firma auf. Das erste, was gekauft wird, ist mal ein Transporter, okay, ein Gebrauchter. Und dann, aber es muss ein schöner M5 sein oder ein schöner Q8 oder sonstiges, muss erstmal sein. Also es ist erstmal ganz, ganz wichtig, Priorität ist erstmal, man ist ja Chef, man braucht erstmal ein schönes Auto. Und wenn ich mit dieser Einstellung hingehe, dann funktioniert es von vorne bis hinten nicht. Die Firma wird einfach den Bach runtergehen. Also bei mir, wo ich angefangen habe, ich habe noch nicht mal einen PKW gehabt. Ich bin mit meinem Transporter essen gegangen oder sonstiges. Ich habe einen Fiat Ducato gehabt, mit dem ich hatte schon 4, 5 Busse. Aber ich habe immer noch, also ich habe kein Auto gehabt. Ich bin immer noch mit meinem Transporter, weil ich das einfach für sinnlos empfand, weil ich jeden Tag selbst gefahren bin. Und ich fand es einfach für sinnlos, mir ein Auto dahin zu stellen. Dann versuche ich erstmal die Firma auf einen grünen Zweig zu kriegen, dass alles läuft und so. Und dann kann man sich nach einem Jahr oder so um ein schönes Auto bemühen. Aber ich sehe das so oft sehe ich das, es hier im Rhein-Main-Gebiet, es wachsen ja, es Firmen kommen ja so wie Pilze bei Schimmel. Das ist also zack, Firma auf, zack, Firma auf, zack, Firma auf. So, und dann siehst du, zack, Firma zu, zack, Firma zu, zack, Firma zu. Einer überlebt, weil er es richtig gemacht hat. Der andere fährt mit seinem Q8. Ja, am nächsten Tag steht er da und ist irgendwo wieder Angestellter oder die Firma ist wieder auf jemand anders. Und so weiter und so fort. Und das ist so, das ist das, was ihr den Markt kaputt macht. So, dann fahren die haben gar keinen Plan von Kostenaufstellung und sonstiges, kriegen ein Angebot hier. Natürlich sieht das am Anfang immer schön aus, oh, hier ist super Preis, aber man hat diese ganzen Kosten nicht gerechnet. Und schon Ende des Monats oder nach 2 Monaten sieht man, das funktioniert einfach gar nicht. Aber in dem Moment hast du ja den Preis rausgehauen und derjenige sagt ja, ja gut, die Leute fahren doch für das Geld, warum fährst du dann nicht für das Geld? Ja, wo ist denn der für das Geld gefahren ist? Nicht mehr da. Hat ja schon einen Grund, warum er nicht mehr da ist. Und das sind so die Sachen. Also wie gesagt, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, bitte durchdenkt es ganz gut, weil es ist möglich, sich selbstständig zu machen in der heutigen Zeit. Es funktioniert ja auch, es gibt ja Firmen, die funktionieren, wir funktionieren auch, also das ist so, aber wir zum Beispiel sind auch schon so lange auf dem Markt, ich kann mich jetzt nicht mit einer neuen Firma vergleichen, das ist, man hat seine Kunden und so weiter und so fort, also es ist was ganz, ganz anderes, wie wenn ich jetzt ganz neu anfangen muss. Ich habe ja diese ganzen Erfahrungen, wie ich es machen muss, die ganzen Kosten, das sehe ich ja alles. Deswegen, ich kann mich jetzt nicht mit einer neuen Firma vergleichen. Aber ich sehe auch Firmen, die aufmachen und funktionieren, weil kein Größenwahn da ist. Und das wollte ich euch mal ans Herzen legen mit diesem Video. Wenn ihr euch selbstständig macht, bitte keinen Größenwahn bekommen, das ordentlich machen, einen Schritt nach dem anderen und nicht 5 Schritte auf einmal, sonst überschlagt ihr euch, landet wieder auf der Nase und fangt wieder von vorne an. Aber dann mit einem Berg von Schulden. Deswegen, das wollte ich euch ja einfach mal ans Herz legen in diesem Video. Im nächsten Video werde ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen fahren und so weiter, weil ich werde jetzt am Montag werde ich einen Tag fahren, also hier nur in der Nähe, also ich habe mir das jetzt dann so alles hingelegt, weil ich habe halt auch sehr, sehr viel Arbeit, die ich erledigen muss, die ja dann immer liegen bleibt, wenn ich selber fahre. Und wie gesagt, wir wollen Donnerstag in Urlaub und das passt mir eigentlich gerade überhaupt nicht zu fahren, aber egal, was muss, das muss.
Ich bin mir auch für nichts zu fein. Das ist auch ganz wichtig, wenn ihr Chef seid. Nicht, dass ihr euch mit dem Hemd dahinsetzt und sagt, ja, ich bin jetzt Chef, macht. Macht am Anfang selber. Macht alles selber, bevor ihr irgendwelche Leute einstellt. Weil ihr sorgt am Ende dafür, dass die Person seinen Lohn pünktlich hat, damit die Person seine Rechnungen pünktlich zahlen kann, die Familie ernähren kann und so weiter. Denkt darüber nach, bevor ihr einfach wild Leute einstellt und nach dem Motto, ach, wird schon irgendwie funktionieren. Weil ihr könnt dann auch von den Personen, also von euren Angestellten, das komplette Leben kaputt machen, wenn die keinen Lohn kriegen und so weiter und so fort. Deswegen alles bitte durchdacht machen. Und ja, es ist, wie gesagt, möglich in der heutigen Zeit. Es gibt noch lukrative Geschäfte. Ja, wie gesagt, wir machen zum Beispiel kein normales 0, keine 0815, also keine normalen 0815 Transporte. Wir haben uns auf spezielle Sachen spezialisiert. Und wie, wenn ihr was Spezielles macht, ist es immer lukrativer, wie wenn ihr halt das macht, was jeder Otto machen kann. Und ja, das sollte es fürs heutige Video gewesen sein. Ich hatte eigentlich kein wirkliches Thema. Das ist jetzt einfach aus meinem Kopf gerade herausgekommen, dieses komplette Video, weil ich habe mir gedacht, okay, nach dem coolen Video mit Luca, dass es auch sehr gut angekommen ist, muss ich nochmal ein schönes Video, ein irgendwas, aber ich wusste nicht, ich habe seit gestern überlegt, worüber mache ich ein Video. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was wollt ihr sehen, über was soll ich sprechen, aber schreibt mir bitte nicht, wo finde ich Arbeit, wo finde ich ja, Auftraggeber und so weiter und so fort, weil ich bin hier, um euch das Transportleben zu zeigen auf diesem Kanal. Das ist nicht, dass ich mich hier bereichern will mit den Videos, weil ganz ehrlich, damit verdient man kein Geld. Also ich verdiene damit kein Geld. Das ist wirklich ja einfach nur, damit ihr seht, wie das Transportgeschäft ist. In letzter Zeit waren die Videos ja ein bisschen wie euch ja unterwegs und so weiter und so fort. Und ja, dass ihr einfach mal den Alltag eines Transportunternehmers, also eines ja, Geschäftsführers seht, wie das so aussieht. Ja, also, wem dieses Video gefallen hat, bitte ein Like da lassen. Wer noch kein Abo hat, was ich natürlich überhaupt nicht verstehe, wie kann man kein Abo auf diesem Kanal haben? Man schaut diesen Kanal und hat kein Abo. Also, das kostet nichts. Macht ein Abo, klickt. Aktiviert die Glocke und was, wer jetzt bis zum Ende geschaut hat. Also, ihr werdet sehr, sehr wahrscheinlich, also es ist eigentlich schon alles besprochen und so weiter, ihr werdet sehen, wie wir Fahrzeugtransporte machen. Also ich werde die auch selbst machen, damit ihr mit Kamera dabei seid bei mir, dass wir von zwei bekannten YouTubern, ja, bei einem bekannten, sehr bekannten YouTuber zu einem anderen bekannten YouTuber Autos transportieren. Also das ist, ja, wie das YouTube-Geschäft ist sowieso, der eine kennt den anderen, der andere kennt den und dann ist es auch eine kleine Welt, wie die Transportbranche, wie zum Beispiel hier am Flughafen. Jeder kennt jeden, jeder weiß, wer ist der Chef von der Firma, wer ist der Chef von der Firma und so weiter und so fort. Und genau ist es im YouTube-Game, sage ich mal so. Und ja. Also, wie gesagt, seid gespannt, das wird in den nächsten Videos wahrscheinlich passieren, nach meinem Urlaub, also im Oktober, irgendwann wird dieses Video, im September irgendwann wird dieses Video kommen oder diese Videoreihe, weil es sind mehrere Fahrzeuge, wir haben schon alles besprochen soweit, es geht nur noch um den Termin, wann wir es fahren und so sieht's aus. Wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.